Also mir wurde damals im Training gesagt, dass ich der Böse sein muss am Anfang. Okay. Ich glaube, das war schwer. Also es war für mich sehr schwer, der komplette Wandel. Ich muss sagen, dass mich das bei Karat sehr überrascht hat. Mhm. Also vor allem die Art und Weise, wie dann auf die ganze Halle übergesprungen ist. Ja. Keiner von uns muss das machen. Wir sind alle freiwillig hier. Das macht uns alle Spaß, das ist unsere Leidenschaft. Das Traurige ist, also ich habe ein Cheat Meal in der Woche. Das Traurige ist, dass dann immer, das geht immer an den Wrestling-Wochenenden drauf. Und da wird es dann meistens um 3 Uhr morgens McDonald's oder so. Headlock, der Pro Wrestling Podcast.